Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Traveler's Rest. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, heute können wir auf jeden Fall den zweiten Fermentierungstrank aufstellen. Der sollte nämlich eigentlich fertig sein. So, hier fehlt mir wahrscheinlich Brennstoff, jawohl. Okay, das kommt da rein, das Bier kommt hier vorne hin. Miets gestreichelt? Nee. Miets Wasser gegeben. Bier reingepackt. Fleisch reingepackt. So, dann wollen wir mal schauen, was unser Trank macht. Unser. Hatte ich noch irgendwas? Oh ja. Ich hatte da ja einiges bestellt. So, neue Aufgaben. Was haben wir denn? Fisch mit Honig kriege ich hin. Da sieht es, glaube ich, ein bisschen schlecht aus. Der ist auch fertig. Sehr gut. Den werden wir auf jeden Fall aufstellen. Das braucht alles noch ein bisschen. Was ist das hier? Knoblauch. Ja, das kommt ja alles da drüben hin, denke ich mal, ne? So, Steine brauche ich aber trotzdem. Obwohl ich hier so, machen wir trotzdem. Und die Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir machen die Kneipe heute nicht so lange auf, denke ich mal. Dass wir uns erstmal um das Drumherum heute ein bisschen kümmern können. Ich brauche definitiv auch wieder ein bisschen Brennholz. Das heißt, ich muss erstmal auf jeden Fall erstmal den einen oder anderen Baum fällen. Das Problem ist, ich glaube, hier sind nicht so viele Bäume gewachsen. Ich glaube, hier sind halt nicht so viele Bäume gewachsen, aber hier kann ich auf jeden Fall noch ein paar Steine holen. Sehr gut. Ich glaube, die Vorkommen hier, die werden auch nie aufgebraucht. Wäre ja auch ein bisschen blöd, oder? So, das wächst alles und gedeiht noch vor sich hin hier. Jetzt. Ach Moment, ich kann gleich mal schauen, was für ein Bier haben wir denn hier noch? Dip da mit Birne. Dip da mit Birne und Fisch mit Honig. Double Indian Pale. Das sollte ich theoretisch gesehen. So, warte mal, dippt mit Birne was, ne? Dippt mit Birne und Fisch mit Honig. So, dann kommt Honig hier rein, Butter hier rein, Tomaten. Das kommt alles da rein und das kommt alles hier rein. Das. Steine bleibe ich hier, das ist Feuerholz. Oh, eingelegtes. Ne, das brauche ich noch. Eingelegtes kann ich abgeben. Und ich kann wahrscheinlich auch ein bisschen was wieder erweitern. Also, leveln. Machen wir noch ein bisschen Trauben. Was, habe ich jetzt irgendwas? Ach, Mann. Ich will das nicht immer alles mit mir rumschleppen hier. So. Das Eingelegte kann ja weg hier. So, das ist Fisch. Das ist noch Fleisch gewesen. Das ist alles Suppe. Ja, die Pastete geht irgendwie nicht so gut, muss ich sagen. So, da kommt eine neue Kerze drauf. Dann werden wir uns hier oben mal um unseren Gast kümmern, den wir rausschmeißen.
Müssen natürlich hier noch ein bisschen sauber machen. Ach, jetzt kann ich nämlich gleich auch den Kerzenständer hinpacken hier. So. Das Zimmer sollte gut aussehen. Hier ist schon wieder jemand. Ist schon wieder jemand wütend. Das gibt's doch gar nicht. Warum, weshalb, wieso? Du möchtest ein Bier, du möchtest ein Bier haben. Ich muss jetzt halt eigentlich warten, bis wir jemanden im Zimmer haben. Ah, okay. Das kriegt man hin. Heizen. Go. Also einmal klappt auf jeden Fall. Wenn ich gut bin, auch zweimal. Und wenn ich richtig gut bin, sogar dreimal. Ich müsste langsam mal ein anderes Zimmer wieder. Also warte mal, der Fisch ist fertig. Da oben habe ich sogar noch eine Kiste drin. Ja. Verschwinde hier, der Wirt ist da. So, Kerzen stehen überall noch. Das kann ich abgeben. Wasser kann ich holen. Hier ist noch nichts fertig. Wie gesagt, das kommt alles weg. Dann kommt hier drüben das Süße hin. Und hier drüben kommt dann halt der Rest so hin. Jetzt kann ich nochmal schauen, ob ich hier vielleicht nochmal Eier bekomme. Aber ich glaube... Nee. Wir wollen irgendwie nicht wirklich Eier haben oder so. So, den Fisch kann ich da reinpacken. Und mal schauen, was mein Bier macht. Mal, wann kam denn der? Bleib hier, Katze. Du kommst da durch, ich nicht. Ich wollte mal dort einen Kalender gehen. Sehr wichtiger Kunde besucht uns, okay. So, das ist fertig. Was ist denn das hier? Das ist Bockbier. Okay, Braunbier habe ich nicht mehr. Da fehlt Braunbier Malz und hier fehlt der Porter kann ich noch. Aber Weizenbier kriege ich hin. Mit 1,80. Ein Mango. Und eine Melone. So, das kommt hier und das Bockbier packe ich gleich unten hin. Ich denke mal, hier ist nämlich schon wieder... Ah, ist doch noch alles voll. Na wunderbar, dann kann ich mir das ja aufheben. Dann habe ich endlich mal wieder eins als Reserve. Achso, ich wollte ja mal in den Talentbaum reinschauen. Genau, was kann ich machen hier? Roggenbier? Destillieren. Da fehlt mir... Uff. 12. Hier fehlt mir jetzt noch Käse. Das wäre Arbeiten mit Klingen. Dann habe ich nämlich hier erstmal alles voll. Das ist noch nicht verfügbar. Tavernenruf 11. Okay, dann nehmen wir noch das. Und das geht noch nicht. Und das geht auch noch nicht. Okay. So, dann müssen wir mal schauen. Hier würde es jetzt noch ein bisschen Eisen geben. Ich glaube, hier unten gab es ja auch noch mal Kohle, ne? Auf jeden Fall gibt es ja noch zwei Bäume, das ist sehr gut. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen Brennholz machen. So. Ja, hier ist sogar noch ein Baum. Wunderbar. Dann beschaffen wir uns heute mal ein paar... Materialien. Na, Stein war hier unten auch noch. Gucke an. Aber Stein brauche ich ja jetzt erstmal nicht. Maximal, um meine Räume zu vergrößern, brauche ich vielleicht Stein. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Eigentlich brauche ich da nur Geld dafür. So, mal schauen. Einen einzigen Setzling habe ich gerade mal. Den kann ich... Oh. Hier sind aber auch zwei Bäume gewachsen. Sehr gut. Holz kann ich immer gebrauchen.
Wenn das Bier fertig ist, sollte ich auch noch ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Vielleicht schaffen wir es dann ja sogar auf Stufe 10 heute noch. Da ist auf jeden Fall wieder ein Setzling dabei gewesen. So, jetzt werde ich auf jeden Fall ein bisschen Brennholz mal machen. Maximum ist erreicht. Wunderbar. Bestellt habe ich nichts. Wir wischen mal hier ein bisschen drüber. Dann geht es denen nämlich bestimmt besser, denke ich mal. So. Was machen wir denn noch? Ein mildes Ale, würde ich sagen. Ach, Mann. So, mildes Ale. Was hatte ich denn da? Honig, Melone, Mango. Annehmen. Sehr gut. Werden wir gleich mal schauen. Also das Geld läuft ganz gut. Und ob wir hier... Ja. Okay, Moody. Emberbier süß hätten wir jetzt hier noch als... Aufgabe. Da ist noch was drin, da ist noch was drin. Das ist fast leer. Bockbier habe ich hier noch. Okay. Das kommt noch hier hin. Was ist das eigentlich? Das ist Mörtel. Ja, ich glaube, Mörtel brauche ich auch, oder? 6, 3. Dunkles Gerstenmalz habe ich gar nicht. Ich würde sagen, komm, wir machen mal hier noch Weizenbrot mit Tomaten, mit Karotten und mit Minze. Passt vielleicht nicht so gut, aber ist in Ordnung. Trauben habe ich ja auch noch. So. Okay, der Ofen, die Kiste könnte ich vielleicht sogar theoretisch gesehen... Ach, muss der gerne wieder geschlossen sein. Könnte ich vielleicht auch die dort wegstellen. Und ich könnte mir vielleicht sogar noch... Ich könnte mir ja vielleicht sogar... Noch so eine alte Fußmatte, die bringt aber nur 5, ne? Oder eine große, oder einen großen Tisch noch. Also wie gesagt, Geld hätte ich. Eigentlich, theoretisch gesehen, auch noch. Aber dann müsste ich ja auch noch hier die Bierdeckel oder so. Bierdeckel. Oder gibt es da auch Korkdeckel? Die bisschen besser sind. Korkuntersetzer, genau. Da brauche ich nämlich dann auch 6 Stück. Da muss ich ja nämlich noch mal ein bisschen umräumen, obwohl hier könnte ich vielleicht theoretisch gesehen noch was hinbekommen. Muss ich mal sehen, wie das funktioniert. Das sollte ich aber auf jeden Fall. Sollte ich schaffen. So. Das haben wir. Ein Dienstmädchen brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist der Kalender und hier werden wir noch Emberbier süß. Ja, noch ein Auftrag. So ein Vogelhaus könnte ich noch machen. Eine Kiste könnte ich noch machen. Ein bisschen Holz brauche ich jetzt aber eigentlich nicht. Aber lieber noch ein bisschen. Ah, der Mörtel kann auch hier rein. Nägel habe ich 31, sind da 56. Eisen kann ich rein. So, das kommt sowieso weg. Mörtel kann ich einmal machen. Liotenstein auch noch einmal. Dekoratives Schwert könnte ich hier machen. Wandleuchter. Machen wir mal noch ein bisschen Eisen hier. So, packe ich ein bisschen Brennstoff rein gleich. Wunderbar. Jetzt muss ich mich schon wieder um so einen verdammten Gast kümmern hier, der... Meine Mietz braucht
Bin, so. Okay, Essen ist fertig. Das ist fertig. Dunkles Gerstenmalz brauche ich da. Naja gut, habe ich gerade nicht, ne? Aber ist in Ordnung. Machen wir noch einen Spieß mit Knoblauch und Fisch. Oh, die Steine, das Brot kommt dort unten hin. Das Bier ist auch bald fertig. Ah, das ist alle okay. Das nehme ich mit. Brot kommt hier hin. Die Steine müssen eigentlich dort draußen hin. So. Machen wir noch ein schönes Weizenbier. Jetzt habe ich auch schon zwei Biere als Reserve, falls das ein oder andere Bier dort leer wird. Sehr gut. Ah, das ist aber noch nicht da. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich heute noch kommen. Jetzt habe ich zumindest kein Holz mehr. Eisenbahn, das ist alles weg. Na gut, da können wir hier diesen kleinen... Diese kleine Eisenquelle können wir auch noch... Ja, ich könnte jetzt natürlich hier hochgehen nochmal. Da wird es auf jeden Fall nochmal Kohle geben. Ich bin immerhin fast Level 9, Leute. Fast Level 9. So, hier hinten gab es ja, glaube ich, am Stein. Und hier oben gab es zwei Vorkommen mit Kohle, ne? Das ist Eisen und Kohle. Aber hier ist halt auch so noch so eine Mine. Müsste ich eigentlich auch noch mal Kohle finden. Genau, hier ist noch mal ein großes Vorkommen gewesen. Oh, Belohnung für Tavernenruf 10. Belohnung. Der Keller. Wein- und Bierreife. Maximale Belegung plus 2. Bodenfeld, Speisefeld, Herstellungsfeld. Okay. Wir sind Stufe 10. Wir haben jetzt einen Keller. Die Frage ist, was können wir in dem Keller machen? Da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen. Da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen. Bleib hier, Truthahn. Ich möchte nämlich dein Fleisch haben. Das nehme ich definitiv mit. So, dann wollen wir mal gucken. Da bin ich durch. Da habe ich nichts mehr. Den Truthahn, oder mal, das kommt auf jeden Fall weg hier, das Holz. So, hier ist es ein bisschen dreckig. Ist aber nicht so schlimm. Vielleicht sollte ich auch meine Taverne schließen. Und gut, ich habe relativ viel Geld. Ja, komm. Ich mach's dir zu. Also, hier kriegt man auf jeden Fall erstmal so ein Bier rein. Wunderbar. Letzte Runde schenke ich aus. So, dann machen wir noch ein bisschen Braunbier. Ah, hier fehlt doch Brennstoff, ne? Kein Problem. So, Knoblauch, Zwiebeln, Honig. Most und dunkle Gerstenmalz. So. Oh, 24 von den Spießen habe ich sogar gemacht. So, das Bier behalte ich, das kommt alles weg. Habe ich so nicht mal mehr ein Fass jetzt. Das ist natürlich auch ganz gut. So.
Ja, mal schauen, was wir in dem Keller dort finden. Vorher würde ich aber gerne wissen, ob meine Bestellung gekommen ist. Jawohl. Hallo? Baumodus. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier den großen Tisch hinkriege. Das wird nämlich schwierig. So. So. Das muss alles eins nach drüben. So. So, der kommt da drunter. Der kommt da drunter. War es noch nicht gleichmäßig? So. Mit dem Leuchter hier bin ich mir noch nicht so richtig. Warte mal, den kann ich eigentlich hier hinstellen. So, hier unten muss ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen umbauen. Achso, ich hätte ja noch einen Kerzenständer gebraucht. Ne, warte mal, dann stelle ich mir gleich noch mal einen Kerzenständer und gleich noch ein paar Kerzen. So einen Kerzenhalter nehme ich mit. Und noch mal ein paar Kerzen. Ja, so, dann haben wir das. Wasser kann ich holen. Also die kann ich auf jeden Fall. Die kann ich auf jeden Fall schon verteilen, ja. Auf jeden Fall erstmal eine normale Kerze drauf, ohne Kerzenhalter. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, ich weiß, hier ist kalt drin. Ich wollte aber halt noch in. Ich wollte halt noch in den Keller gucken, was ich da machen kann. Oh. Hab kein leeres Fass mehr, ne? Großartig. Naja. Dann muss ich ein bisschen aufpassen. So, dreimal Bier habe ich, Brot habe ich. Erstmal in den Keller gehen, mal gucken, was es da unten gibt. Okay. Was ist das denn hier? Reifefässer erlauben es dir, Bier und Wein reifen zu lassen. Platziere Bier oder Wein in einem der linken Slots und es wird mit der Zeit reifen. Okay, 79, 82, 80. Wir nehmen mal das, packen das jetzt dort rein und dann reift das. Okay. Das heißt also auch, ich kann hier jetzt Reifefässer. Reifefässer bauen bzw. platzieren, ne? Okay, das ist natürlich nicht schlecht. So, hier ist noch alles drin. Das Brot kommt auf jeden Fall. Ja, komm. So, Suppe, 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 Suppe. Oh, Suppe ist ganz schön. Du bist ganz schön viel weggegangen, der Wein natürlich auch. Die Pastete hier, die ist nicht so. Die wird nicht so gerne gegessen, scheinbar. So, warte mal, Marmelade habe ich hier noch.
Da müsste ich mal schauen, wo ich so ein Reifefass bauen bzw. produzieren kann. Also hier kann ich auf jeden Fall erstmal drei Fässer machen. Das ist ein Braufass. Das ist so ein Ding. Da auch nicht. Ach so, da muss ich erst Distillierung da, der Dingsbums da freischalten, ne? Hier bei den. Ah, warte mal, hier sind EP-Upgrades. Was ist das eigentlich? Genau, da brauche ich Tavernenruf 12. Falschen. Herstellung geht mal nach oben. Landwirtschaft geht nach oben. Der Rest geht nicht. Ach, jetzt zeigt es mir die Rezepte an, ne? Nicht genügend Skillpunkte. So, warte mal. Das geht noch nicht. Hier habe ich alles freigeschaltet oder das ist bald verfügbar. Okay, dann kann ich ja weiter Skillpunkte sammeln. Ist in Ordnung. Aber das eine Fass. Aha, das ist noch nicht fertig, ne? Naja, ist ja egal. Ist ja egal. Ich muss sowieso ins Bett. Aufmachen tun wir heute nicht mehr. Wie gesagt, das kann auf jeden Fall schön vor sich hin reichen da. So. Eingelegt, das kommt gut, ne? Das nehmen wir. Das nehmen wir. So. Okay. Und nochmal Bier fertig. Wunderbar. Braunbier, mildes Ale, Weizenbier. Okay, das läuft. Machen wir nochmal Weizenmehl sicherheitshalber. Der Reifeprozess wird sowieso eine ganze Weile dauern, denke ich mal. Okay, einen leeren Eimer hätte ich jetzt, das ist aber egal. Ob sich hier schon irgendwas getan hat oder ob ich das dann erst am nächsten Tag sehe. Die Frage ist natürlich, wo kann ich dann so eine Dinger kaufen da? Ich könnte natürlich jetzt nochmal aufmachen. Die Kiste ist, glaube ich, nicht so. So, da habe ich gar nichts mehr. Machen wir hier gleich noch ein bisschen Brennstoff und machen wir noch Getreidebrei mit Erdbeeren. Honig. Ja, Kartoffeln ist nicht so viel wert. Ah ne, ich brauche einmal Getreide. Warte mal, hier haben wir genug Gerste, Gerste, Gerste. Dann packe ich Gerste mit rein. So. Okay. Dann muss ich sehen, dass ich mir auf jeden Fall nochmal Honig bestelle. Weil Honig geht auf jeden Fall relativ schnell weg. Und ich frage mich, wo ich Eier hergekriegt habe. Honig mache ich gleich 20 mal. Oder kann ich aus. So, ich nehme mal noch Zucker mit. Und Milch, obwohl, weiß ich nicht, bei Milch bin ich mir nicht so sicher, ob ich das brauche. Was brauche ich denn hier? 5? Habe ich nicht. Melzmaschine, Mischtank, Mühle, Ofen. Hier ist ein Reifefass. Oh, komm, da kann ich.
2 könnte ich theoretisch gesehen, ja, komm. Kaufe ich alles. Kann ich dann am nächsten Tag sehen, dass ich die Reifefässer aufstelle. Und dann kann ich auf jeden Fall mich mal sehen, wenn Wein fertig ist, dass ich da unten auch Wein reifen lasse. Der müsste ja dann theoretisch gesehen mehr Geld wert sein. So, da ist nur noch mal Suppe. Kann ich hier auf jeden Fall noch mal Brot machen. So, so, so. Und der Rest läuft alles wunderbar. Kann ich ja gemütlich ins Bett gehen. Packe meine Suppe noch hier. Brot habe ich auch ausreichend. Fleisch sieht auch ganz gut aus. Ja, das Süße, das will nicht so. Das Süße will nicht so. Na gut, Miezikatze, du kannst schlafen. Morgen kann ich die Fässer ausstellen. Ich gehe auch ins Bett. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Travelers Rest wieder. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.